Hallo! Liebe Leute, willkommen bei Darkest Dungeon. So, ich hab mal schon eingestellt, dass wir in den Ruinen sind. Und sind ja das letzte Mal zwei Leute gestorben. Unsere Miss Bounty Stufe 3 und unser allseits beliebter Alendil. Ja, der Soror, der Namensvetter von dem Anwesen ist. Das Alendil-Anwesen, falls es noch kein aufgefallen ist. Oben links in der Ecke steht das immer. Ah, es kann sein, dass das auch das Darkest Dungeon Logo immer verdeckt. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Auf jeden Fall machen wir erstmal einen kleinen Dungeon. Ein Mini-Mini-Dungeon. Und ich habe meinen Namen ein paar neue Fähigkeiten gekauft, weil der ja so ein paar Unnütze drin hatte, wie dieses hier. Habe ich das gekauft, das ist noch schön für den Fernkampf und verursacht auch eine Blutung. Und eine Stresslinderung haben wir auch noch gekauft, die nehme ich auch noch mit rein. So, und so lassen wir den dann auch. Und bei unserer lieben Mathilda hatte ich das Blenden gekauft, weil die braucht ja eigentlich den Nahkampfangriff nicht. Und dann machen wir lieber das Blenden mit rein, dass unsere Fackel auch nach oben geht. So, und dann haben wir den guten und alten Daniel Craig dabei und unseren Gaflan. Es ist ein kurzer kleiner Dungeon in den Ruinen. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal nur darum, ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich musste ziemlich viel betreiben durch Stressheilung, Krankheitenheilung. Vielleicht finden wir auch noch ein paar ordentliche Rekruten, das wäre natürlich sehr schön. Ah, eine Karte, sehr schön. Damit wir nämlich das nächste Mal nicht so dumm dastehen. Und ich glaube, ich muss auch meine Waffen einfach noch mehr verbessern. Oh, was haben wir denn hier? Ach, die schütten mir wieder ihr Blut ins Gesicht, gell? Ja. Und wie ihr seht, unser Narr, der hatte noch Stress von der letzten Quest und deswegen müssen wir wahrscheinlich erstmal Stresslinderung mit ihm betreiben. Ich habe ja zwei Nahkampfangreifer dabei. Dass er sich da erstmal ein bisschen erholt und nicht durchdreht. Ja, das wäre ja total schlecht. Ja, gute Gaflan macht das schon. Heilen können wir ja auch, wunderbar. Continue the onslaught. Und Daniel Craig, wie immer verlässlich. Gut, dann machen wir noch mal eine Stresslinderung und danach könnte es, glaube ich, schon gehen. Wie gesagt, er hat extrem Angst vor Unheiligen. Aber ich hatte jetzt auch keine anderen Level 1 Rekruten, die ich da hätte mitnehmen können. Deswegen mussten wir das so machen. Jawohl, zwei auf einen Schlag. Oh, der Daniel Craig, du, das macht doch wieder Laune. Das macht doch wieder Laune. Executed with impunity. So, Gaflan noch einen weg. Das Loot steckt mal ein. Can be felled. They can be beaten. Heiliger Brunnen. Ein verzierter Brunnen mit einer heiligen Bedeutung. Lass mal einen Daniel Craig, der kennt sich aus mit so geheimnisvollen Sachen. Ja, geheilt! Sau stark! Na, das gefällt mir doch schon. So, und jetzt könnten wir erstmal nach oben gehen. Ich bin ja mal gespannt, was wir hier so alles finden werden. In Radiance may we find victory. So, Bücherregal. Ein Bücherregal mit alten, in Leder gebundenen Büchern. Hm, der Narr wird nicht lesen können. Oh, verstörende Sachen stehen da drin. Gut, dass ich den Narr nicht lesen lassen habe. Oh, eine Falle. Und entschärft. Yes, auch nochmal eine Stresslinderung für unseren Narr. Für unseren August.
Orest, Matilda, Daniel Craig und Gav Lahn. Wer hätte gedacht, dass die alle jemals in einer Gruppe sein werden? Hier ist nichts. Dann geht es weiter. So. Da vorne sehen wir ja schon, kommen zwei Kämpfe, einer direkt vor dem Raum, wo der Hauptkampf stattfindet. Bücherregal plus Falle. Schön. Der erste Kampf. Ah, nein! Das ist nicht gut, weil da haben wir hinten wieder die Kevins mit einer Armbrust in der Hand. So, gut. Was ist das? 2 Punkte bluten für 3 Runden und das 3 Punkte. Oh ja, dann nehmen wir natürlich das. Aber das trifft nur einen, das trifft zwei. Dann mache ich doch lieber das. Ich weiß gar nicht, ob die Skelette überhaupt bluten können. Da müssen wir mal schauen. Müssen wir gleich mal schauen. Der alten blutigen Keule. Da fehlt doch nur noch der Stachel da drumherum. Wer Walking Dead kennt, der weiß, was ich meine. So, also Walking Dead Staffel. Ende 6 und 7. Aber wir bleiben hier ganz spoilerfrei, keine Angst. So, was haben wir dann noch? Ja, kompletter Angriff. Their formation is broken. Einer weniger. So, greifen wir erstmal einen Armbrust-Louis an. Confidence surges as the enemy. Yo! Der Kaflan hat schön gemacht. Der hat sich wieder gut erholt, der Kaflan. Der war ja ganz schön gestresst nach der durchnässten Besatzung. Nein, oder? War er damit dabei? Nein, ich glaube nicht. Der hat noch den letzten kleinen Waldspaziergang mitgemacht. Und da war er. Na gut, es ging eigentlich noch vom Stress. War jetzt nicht übermäßig viel. Ich werde mal unsere Heilerin vom Stress befreien ein wenig. Ja, wenigstens einer ist runtergegangen. Messerattacke. Der kann alles. Der kann schießen mit Messer. Der Daniel. Allround Talent. Wie ich immer so schön sage. Allround. So, Kaplan. Drauf. Ja, und jetzt können wir noch mal heilen, bevor wir in den nächsten großen Raum gehen. Hat nicht viel Gesundheit, gell? Der August. Die. Klasse nah hat nicht sehr viel Gesundheit. Können wir nochmal alle buffen? Press this advantage. Give them no quarter. Was haben wir hier gefunden? Anhänger der Krankheit. Plus 20 Widerstand gegen Krankheit. Gut, können wir das jemanden anlegen? Oder Daniel Craig trägt gar nichts. Was ist denn das? Hier, da müssen wir. Ja, weil er nichts braucht, weil das gut ist, gell? Ist eben der Daniel. Ja gut. Jetzt wird's ernst. The light, the promise of safety. Zumindest für Matilda und oh, denk mal, Kaflan und Daniel Craig kriegen das schon auf die Reihe. Überrascht! Yeah! Dann lassen wir sie erstmal bluten. Ah, ausgewischen einmal und bluten tut ja keiner. Das ist aber nicht schön. Und nur ein Heiler. Wir holen uns erstmal den hier nach vorne. Der muss auf jeden Fall dran glauben. Oh, ein 7er Schuss. Ah, der Kaflan kriegt aber auch schnell Stress dazu. Okay. Daniel Craig lässt immer so gut wie alles kalt. Das ist Wahnsinn. Gut, Daniel. Schön. Machen wir mal einen schnellen Job. Einer weniger. Ja, auch ein Crit. Oh, geil. So, könnten wir einen Fackelschlag machen. Vielleicht bringt es den schon zum. Nee, leider nicht. Aber unsere Fackel geht hoch. Ist ja auch was wert. Das Messer im Dunkeln. Oh, das Buch. Na, das kriegst du zurück. Das kriegst du aber zurück.
eigentlich auch cool, so eine Truppe, wo jemand immer Stress lindert. Ich hab noch Strixe zurück. Und Daniel Craig verzeiht nicht. As victories mount, nein, wir bleiben ja hier, ist ja klar. Es scoutet. Was ich sehr schön finde. Ja, dann gucken wir gleich mal weiter. Was sich denn hier noch so alles findet. Bücher über Bücher. Das Buch ist ziemlich langweilig, sagt der Narr. Gut. Weiß er jetzt überhaupt nicht, was jetzt hier noch kommt. Da vorne ist noch ein schöner Kampf. Nur noch ein Kampf, so wie ich das sehe. Was ist das? Altar des Lichts. Ein kleiner heiliger Altar, der vor dem Hintergrund der Fäulnis fehl am Platz zu sein scheint. Daniel? Oh, ein Buff. Ja, schön. Es ist ja ein Wunder. Es grenzt ja ein Wunder, dass man hier auch mal was Gutes bekommt. Ja gut, der letzte Part war ja... Also der war ja... Um nicht zu sagen, ziemlicher Mist. Hätte ich am liebsten gesagt, jetzt ist aber Schluss mit der Show der Gefühle. Gut. Auf in den wahrscheinlich letzten Kampf. Spirits are lifted. Ja. And purpose is made clear. Für alle die! Auf geht's. Bluten wäre gut. Nein, wollen sie nicht. Nein, das möchten sie nicht. Der Richtspruch, 3 LP heilen. Oh, der ist aber cool, der Richtspruch. Der ist eigentlich wirklich sehr gut. Man heilt sich, das Licht geht nach oben und er macht einen recht guten Angriff. So. Oh, geil, Crit. Geflogen. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Ja, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir ganz, ganz klar aufpassen. Der bleibt nicht unbeantwortet. Das kannst du mir glauben, lieber Sprecher. Masterfully. Oh, eine 13. Also, ich weiß nicht, was ich über den Daniel noch sagen soll. Der K passt einfach in die Welt. This expedition at least promises success. Der passt einfach in die Welt. So, viel scheint es jetzt nicht mehr zu geben, außer dieses eklige Ding, was ich mal mit Daniel aufmache. Eiserne Jungfrau, eine eiserne Jungfrau, die geschlossen an der Wand lehnt. Giftdämpfe. Ah, widersetzt sehr gut gegen die Krankheit. Eigentlich mache ich die ja nicht auf, aber mit Daniel, da traue ich mich immer mal. Ja, hier ist nichts mehr, also sind wir fertig für diesen Dungeon. Na gut, wir haben nicht viel Kasse gemacht. More bones return to rest. Ganz klar. Devils remanded to their abyss. Aber wir haben immerhin Daniel Craig und Gavlan auf Stufe 3 gebracht. Und Matilda und August steigen in Stufe 1 schön an. Jetzt brauchen wir aber ein paar Stufe 1 Rekruten, um hier einfach auch noch ein paar kleinere Sachen mal zu machen. Oh, Hylomanie. Besessen von materiellen Dingen. Oh, das muss ich heilen lassen. Daniel Craig, robust. Der war schon vorher robust, mein Freund. So, und Matilda. Plus 20 Stressschaden in Ruin. Ja, dann sollte man sie vielleicht nicht mehr mit dorthin nehmen, aber das kann man sich ja manchmal nicht aussuchen, nicht wahr? Ancient and crumbling. The Abbey's masonry fares no better than the faith of its congregation. Was haben wir jetzt? Lautstarke Reparaturen. Das Wetter ist mit dem alten Kloster nicht zimperlich umgegangen. Sogar der Boden, auf dem es gebaut ist, scheint es abzustoßen. Die Arbeiten werden vermutlich die Woche andauern. Kreuzgang ist gesperrt. Gebetshalle kosten minus 50%, Bußkammer minus 50%. Aber der Kreuzgang ist gesperrt. Gut, das habe ich ja mit noch keinen machen müssen, oder? Ein Kreuzgang. Mal gucken. Ach, hier oben steht das Gerüst, ja. Da seht ihr es oben links, vielleicht könnt ihr es erkennen, das Elendil-Anwesen. Und Elendil ist tot. Ich wollte nämlich mal auf dem Friedhof gucken. Ja, unser Narr,
da gestorben ist. Gut, die zwei waren zu verkraften. Miss Tenpenny hat mich dann schon eher getroffen. Aber jetzt Miss Bounty und Alendi ist verblutet, Schweineschänder. Miss Bounty, Vestalin, er litt aufgrund des unerträglichen Stresses einen Herzinfarkt. Ja, das war für mich unbegreiflich im letzten Part. Miss Tenpenny, Lehrling, Pestdoktorin, wurde von diesem widerwärtigen Monster getötet, Prinz der Schweine. Ja, und Belet wurde auch vom Prinz der Schweine getötet und der Bachila wurde getötet von den Kultistenschläger. Es ist nicht auszuhalten, ich hätte damit auch nicht gerechnet, aber wir können ja mal zusammen gucken, was noch in der Kutsche sitzt. Oho, ja, wir brauchen ja eine neue Vestalin, aber die ist eben Stufe 0, wir haben kein... Ich habe nämlich eingestellt hier unten, aber ich kann leider noch nicht mehr verbessern, dass wir ab und zu Stufe 1 Rekruten haben. Ja, da muss ich wohl die nächsten zwei Parts einfach noch ein paar leichtere Sachen machen, um ein paar Leute hochzupushen. Geht nicht anders, liebe Leute. Und die Klasse hier, die würde mich ja auch mal interessieren. Also dieser hier unten, dieser Unhold. Bloß das Problem bei denen ist, wenn du den in deiner Gruppe hast, kommt die Vestalin nicht mit. Also hast du schon mal keine Heilerin. Und ich glaube, ja genau, die Ritter. Die Ritter kommen auch nicht mit. Die haben da was dagegen. Die haben da ganz, also die Kreuzfahrer, die haben da was dagegen, weil das dem ihren Glaube und allem Möglichen widerspricht. So ein, ich weiß nicht, dieser Unhold ist ja auch mehr so ein Zombie oder auf jeden Fall sind die echt auch eklig und so einen will ich auch gar nicht dabei haben. Vielleicht später mal, wir werden sehen. Ja, liebe Leute, dann war es das auch schon wieder mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch bitte ein Like da, das wäre cool. Und ja, herbe Rückschläge erfordern umso mehr Mut und Willen, um weiter voranzugehen. So, das war der abschließende Satz von mir, euer Affenkönig mit Darkest Dungeon. Macht's gut!